Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Heute sind wir wieder einmal bei uns im Zoo unterwegs. Wir waren ja letztes Mal noch hier stehen geblieben bei unserem Vogelgehege im Zoo. Den wollen wir uns heute noch von innen drin einmal angucken. Der ist jetzt fertig. Ich würde sagen, wir fangen erstmal draußen einmal an, was ich hier noch ein bisschen noch dazu gebaut habe. Am Gebäude habe ich nichts mehr verändert von unserem Vogelgehege. Nur noch draußen so ein paar Grünflächen hingemacht auf der Vorderseite und Rückseite. Nö, da muss man mal gucken, wie man sich das Ganze gestaltet. Bei mir ist es ja hinter gleich hier an der Zoomauer. Also von daher kann man hier nicht so viel machen unbedingt. Sieht man ja auch nichts als Besucher. Kann man hier nur so ein paar Büsche sich hier noch platzieren. Na gut, wollen wir mal reingehen und uns das Ganze mal angucken in der neuen Textur, was ja mit dem letzten Update gekommen ist. Da muss man sich auch erstmal noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich glaube, nach ein paar Wochen und so haben wir uns ja auch dran gewöhnt. Hier mit den ganzen neuen Blättern und so. Sieht schon ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, besser aus. Auf den ersten Anblick von dem neuen Update habe ich erst gedacht, oh Gott, was haben die uns da reingegeben? Aber beim zweiten Mal, wenn man da hinguckt, dann geht das Ganze. Auch gleich hier schon die neuen Laternen verbaut. Ich finde, das ist eine gute Atmosphäre hier drin. Wenn man hier so in diesem tropischen Bereich ist mit den ganzen Vögeln. Ich habe ja auch alles reingesetzt, was fliegen kann. Ja, auch so eine Fledermaus gehört dazu, finde ich. Ja, dann kommen wir hier zur ersten Brücke mit einem schönen Wasserfall. Der fließt ja einmal durch das ganze Gehege durch. Ich finde auch, wenn man die Bäume sich hier so reinbaut, dann kann man auch so ein paar Stufen und so nehmen, noch als Äste von den Bäumen. Wirkt einfach besser, als wenn man nur ganz stumpf die Baumstämme macht. Ich habe ja auch schon gleich die kompletten Baumstämme gemacht, wo man keine Jahresringe mehr sieht von den Baumstämmen. Eine richtige Vorlage hier von unserem Vogel hatten wir ja nicht. Von daher kann man sich ja austoben in drin, wie man möchte. Aber ich denke mal, wenn man sich so ein bisschen tropisch gestaltet, dann passt das Ganze. Und fertig sind wir mit der Tour. Geht einfach nur ganz normal hier einfach in so einer Runde lang, dass man sich hier alles einfach mal angucken kann. Aber ihr könnt euch das hier drin natürlich auch ganz anders gestalten. Wie gesagt, ihr habt ja einfach freie Hand, wie ihr euch euer Vogelgehege gestalten wollt. Ich bin so ein bisschen beim Original geblieben, da war ja auch so ein bisschen Dschungel drin. Und ich hoffe, ich habe das Ganze doch so ein bisschen gut getroffen. Ja, damit endet denn jetzt unsere Vogelgehege-Tour. Ich komme jetzt aber noch auf ein paar Kommentare ein, die unterm letzten Video geschrieben wurden. Mich hat letztes Mal einer gefragt, wie weit ist denn der Abstand von Mr. Burns Villa zur Straße? Um ehrlich zu sein, 63 Blöcke. Aber du musst nicht unbedingt dieses Maß nehmen, du kannst auch gerne deine eigene Einfahrt die gestalten, denn das ist hier nicht unbedingt die originale Einfahrt von Mr. Burns Villa, denn an sich ist Mr. Burns Villa auf einem Berg und da ist die Straße auch so ein bisschen steiner oben und der Hang hier, also sag mal vorne hier der Hang, der ist denn mit komplett solchen Grünflächen gestaltet, also hier sind nicht nur zwei Grünflächen, das würde dann noch ein bisschen mehr nach vorne gehen, habe ich jetzt aber damals darauf verzichtet, weil ich da alles sehr flach hier gebaut habe. Bei der nächsten Frage handelt es sich eher mehr um eine Antwort, da ich mal wieder gefragt hatte, was wir wieder bauen können. Und hat einer untergeschrieben, ein Strip Club. Und da muss ich schon wirklich zugeben, schöne Idee, haben wir noch nicht, könnten wir mal bauen. Ja, dann ist eigentlich wieder hier alles besprochen, war nicht so viele Fragen. Aber dann haben wir wieder schon mal ein Thema, was wir hier bauen können. Ich war in der letzten Zeit wieder ein bisschen beschäftigt mit einem neuen Spiel, was ich mir geholt hatte. Ich weiß, neues Spiel, da ist man dann immer wieder mit beschäftigt, das erstmal zu spielen. Wer sich interessiert dafür, ich habe mir Star Wars Battlefront 2 geholt. Ich wollte es mir damals schon bei Reese holen, aber da war es mir zu doll Pay to Win und jetzt war es im Shop für 6 Euro, also ein kleines Schnäppchen. Und jetzt sehe ich, dass da kein Pay to Win mehr ist und bin jetzt übelst am Zocken. Natürlich mache ich jetzt hier keine Videos davon, da ist mehr so Let's Plays. Da könnte man eher streamen, als wenn man das auf YouTube aufnimmt. Naja, aber ich werde mich wieder hier in Minecraft dran machen, dass wir hier auch wieder was schaffen können. Und als nächstes kommt dann ein Strip Club. Und falls ihr noch Ideen habt, was wir bauen können, beispielsweise für den Zoo, weil beim Zoo weiß ich noch nicht genau, was ich da bauen will. Ich denke mal so an ein Panda-Gehege oder so, was da in der Zukunft kommt. Aber ihr könnt mich auch eines Besseren belehren und sagen, nein, Hotdog, wir wollen als nächstes das haben beim Zoo. Oder bau das im Zoo rein, wir brauchen dafür für die Tiere ein Gehege. Vielleicht haben die Sims auch was in der Art gehabt und ihr habt das mal gesehen, dann haut's mal rein. Ja, ansonsten war es das hier wieder alles. Ich die Safety und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und tschüss.